Hallo Münster, ich bin Benny von 48.1 und stehe hier vorm Gleis 22, wo heute die 22. Ausgabe von Ein lauter Bus fährt vorbei präsentiert wird. Mit tollen Motorgeräuschen, Abgasen und vielen Fahrgästen. Was geht ab Münster? Ich bin Benny von 48.1 und ich stehe vorm Gleis 22, wo heute die 22. Ausgabe von Die wollen nur spielen präsentiert wird. Diesmal mit Looking for Ella, Goldsind und Mond. Und uns wird heute eine gesunde Mischung Elektro-Indie-Pop präsentiert. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Let's make some love. Let us scream and shout but after storm. Fade out. Let's shop some stuff. Let's walk around. Let's steal a car. Let us run and shout, but after storm. Fade out. Fade out. Some friends, let's hang out, let's share a joint. Let us... Seid ihr zufrieden mit euch? Seid ihr zufrieden mit dem Publikum? Also ich bin absolut zufrieden. Ich freue mich immer, jede Show damit, also gerade in Nordrhein-Westfalen, damit anzufangen, den Leuten zu sagen, kommt doch mal an die Bühne, weil es gibt immer den westfälischen Halbkreis um die Bühne herum. Ich fand's super, ich fand den Sound cool, das Licht war auch mega. Absolut zufrieden. Sehr gut. Gutes Team hier auch im Laden, hat viel Spaß gemacht von Anfang an. Just one false move and you at least comes oh. Was soll denn die EP vermitteln? Was thematisiert sie und wie ist die EP entstanden? Also angefangen natürlich mit dem Rohmaterial aus dem Bandraum sind wir dann irgendwann ins Studio gegangen und haben halt angefangen, selber in Eigenregie zu produzieren. Für das Schlagzeug waren wir auch in einem externen Studio dann und haben das extra aufgenommen und für den Gesang auch. Und vieles haben wir dann in einem Home-Recording-Studio sozusagen gemacht. Und in der EP geht es halt textlich viel um Suchen und Finden, um Irrwege und dem Wunsch anzukommen. Und ja, darum geht es in den meisten Songs auf jeden Fall, deswegen auch der Titel Maze. Ja, und der letzte Song ist dann quasi so ein Ausblick darauf, dass man auch aus so schwierigen Phasen irgendwie wieder rauskommt. Der heißt Red Clouds und rundet dann so die ganze Suche ab und dann ist man endlich angekommen. I'm happy, just I'll be one and the same. Am I the one to blame?
Sound. Wie seid ihr darauf gekommen? Ja gut, das ist eine relativ einfache Geschichte. Also wir haben uns in unserem Keller getroffen. Der Gang ging zum Kühlschrank erst und dann haben wir uns ans Musikmachen gemacht. Und da hatten wir halt noch keinen Namen. Und dann sind wir mal rausgegangen. Da war es schon dunkel, wie es oft ist. Und sind wir mal eine Runde gelaufen. Und dann haben wir mal nach oben geguckt und dann haben wir halt einfach den Mond gesehen. Und es war Vollmond und der sah ziemlich cool aus. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, Mond. Und dann sind wir reingegangen und dann Mond. Ja, irgendwie klingt das ganz cool. Dann haben wir den Namen aufgeschrieben mal und dann sah das auch noch ganz nett aus irgendwie. Und ja, mehr gibt's eigentlich gar nicht dahinter. Ja, ne? Ich meine, vielleicht könnte man dazu noch rein interpretieren, dass alle Musik, die wir machen, im Prinzip nachts entsteht. Also deswegen, das haben wir uns dabei gedacht. Quasi.